Hallo, 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 hallo. Na, nur jetzt ist mein Licht ausgegangen. Ich mache immer noch so ein Licht hin ans Handy. Hallo, ich wünsche euch einen wundervollen Montag, eine wundervolle Woche, keinen Stress, alles schön easy und wir machen heute diese Lidschattenpalette. Ups, wenn ich sie aufkriege. Ihr könnt die beim Oktober Spezial auswähle, ich glaube 5 Stück, sind es glaube ich, könnt ihr die auswählen und die ist wirklich auch toll. Die gab es mal Valentinstag, deswegen auch die schöne Rose als Besonderheit. So, wir nehmen heute Sprüh-Make-up, womöglich geht uns das zwischendrin aus, aber ich habe hier gleich schon ein nächstes stehen. Weil ich glaube, die Sommerfarbe ist zu dunkel. Wir machen jetzt die Winterfarbe. Aber zuerst Primer. Feuchtigkeitsprimer. So, das reicht. So, während der einwirkt, soll ja 5 Minuten einwirken. Zeige ich euch, welche Farbe wir nehmen. Und der biegt die Wimpern. So. Und es ist ganz kalt, 9 Grad. Ich glaube, jetzt Spätsommer vorbei. So. Ich gucke auf die Uhr. So, währenddessen zeige ich euch. Geht ein bisschen schwer auf. Wir nehmen dieses Wöt fürs bewegliche Lid. Und diesmal nicht dieses Wistful, sondern Irreplaceable. Das heißt, ich bin heute lila gekleidet oder Fliederfarbe und wir machen es damit ein bisschen heller. So, wir werden jetzt erstmal unsere Wimpern biegen. So. Ich glaube, ich sitze irgendwie heute etwas weit weg, aber ich will ja niemand erschrecken, der reinguckt und sieht gleich so ein riesiges Gesicht. So. Ihr wisst, super Trick, Wimpern länger wirken zu lassen. So. Ich lasse das ein paar Sekunden, weil es wirklich, schaut mal, die sehen doch hier länger aus, weil sie eben schön gebogen sind. Ich bin mal gespannt, hoffentlich ist nicht meine Winterfarbe zu hell. Wir werden es gleich sehen. So. Jetzt können wir noch etwas. So, die Wimpern sind gebogen. Wir schütteln. Dieses Sprüh-Make-up ist auch total gern, weil es ist einfach, es ist wie ein Airbrush-Finish. Ich glaube aber, da brauche ich keine neue aufmachen, das reicht noch. Es ist wie ein Airbrush-Finish, aber der einzigste, das Nachteil, du musst ganz schnell verblenden. Deswegen tue ich es in Etappe auftragen. Du kannst es auch direkt ins Gesicht sprühen, würde ich aber nicht wegen der Kleider oder was drumherum ist. Jetzt gucken wir mal. Ja, ich glaube, die sind jetzt. So. Ich mache zwei so. Und tue das schön verblende von der Mitte nach außen. Mehr so Tupfe. Ich glaube 20 Sekunden oder was war es? Deswegen mache ich es einfach etappenweise. So.
Mach's auch so mit Auge drüber. Ja, ist etwas hell jetzt, aber. Ja, schält sich dann meine Haut. So. Ja, sieht jetzt etwas hell aus. Aber. Jetzt kann man natürlich schauen, wo fehlt es noch. Jetzt macht ihr euch das einfach etwas leichter. So. Sprüh-Make-up. So. Das war's. Sprüh-Make-up. So, Rouge, nehmen wir mal Sisterly. Das nehme ich ein Schimmer. Das ist schimmernd. So ein abgeschrägter Pinsel. Macht da so ein Bogen. Nicht so viel. So, wir nehmen auch Augenprimer, damit der Lidschatten besser hält und der Primer füllt die Fältchen auf. Also ein Augeprimer, ihr braucht total wenig, das reicht für beide Augen, aber lohnt sich. Also der Lidschatten hält auch länger. Wie gesagt, du kannst besser arbeiten, weil der Untergrund besser vorbereitet ist. Und die Farbe kommt einfach auch besser raus. So, wir können hier mal. Machen wir hier Primer. So sieht man es hoffentlich. Jetzt hier am oberen ist Primer und hier ist nicht Primer. Also ihr seht, hier kommt es wirklich besser raus. So, wir machen jetzt dieses Wöd. Das ganze bewegliche Lid. Ist auch eine ganz tolle Farbe. Ich stehe ja eh auf so. Glitzer finde ich aber auch besser bei Schlupflider, wenn man hier Glitzer aufs bewegliche Lid wirkt größer. So. Aber ich will es vielleicht etwas heller machen und mache das Weiß drüber, das Doting. Schön verteile. Oder man versucht es wirklich mit dreifacher. So. So, jetzt machen wir mal dieses Weiße drüber. Einfach so weiß matt. Doting heißt es. Ja, das schwächt nämlich das. Ab. Dann wird es heller. Und ihr wisst, heller bedeutet gleich größer. So, jetzt nehmen wir mal das Wistful. Um die Banane zu machen oder dieses hier oben. So, hier auch. Nehmen wir mal hier diesen Pinsel, nehme ich nur für die Kontur. Nehme ich ein
ist nämlich auch matt. Dieses Wisttool wird jetzt verblendet. So. Wistful und Wöd wird jetzt verblendet, diese zwei. Und den Farbtupfer oder das, wo im Auge noch Tiefe gibt, die dritte Farbe, mache ich dann, wenn ich die verblendet habe. So, ich verblende das schön. Geht super gut. So. Die Farben sind alle so hoch pigmentiert, also ihr braucht ganz wenig. So. So, und jetzt mache ich mit diesem Pinsel das Irreplaceable. Und zwar will ich da nur genau so ein V. Geht super gut auch zum Verteilen. Das mache ich nur hier so am Ende. So. Das wird jetzt auch verblendet. So, das geht auch. Ich freue mich immer so, wenn ich was dazulerne. Vorher zwei Farben Lidschatten, huch. Konnte ich nicht, jetzt drei. Sehr schön. So. Hier könnte man noch etwas Wistful weiter vor. Dass man das so auslaufen lässt. So. So, sehr schön. So. Das ist jetzt der Augelook mit drei Farben. So, jetzt nehmen wir mal ein weißes Kajal. Auf die Wasserlinie. Das ist immer ein super Trick. So. Dann machen wir als Highlight oder als Besonderes unter die Wimpern und unter die Wasserlinie diesen lilanen Kajal. Unter den Wimpern Kranz und ich gehe auch nicht bis hier ganz vor, sondern nur zur Hälfte. Also zur, wo die Pupille ist, genau. So. Hier gehe ich immer ein bisschen raus. So, hier auch. Nicht Pupille, wo die Iris, die Mitte der Iris. So. So. So, wir nehmen die 4D-Mascara. Aufpassen, dass ich nicht die lilane erwisch. Ich glaube, da kann man mal eine neue nehmen. Neue 4D. Schön langsam aufmachen. Wenn er die langsam rauszieht, seht ihr, dann hängen hier auch keine Klumpen. So. Huch. Zickzack. Bürste hochdrehen.
drehen. Dieses Hin und Her ist, um die Wimpern zu trennen. So, jetzt putzt man das erst da unten ab. So. Bei der unteren Wimpern aufpassen. Die Bürste ist ziemlich breit natürlich. Das heißt natürlich, aber muss man aufpassen. So, wenn man hier zickzack. Und rolle, rolle, rolle diese Bürste. Damit sich die Fasern verbinden mit den Wimpern. Ihr könnt so oft die nacheinander auftragen, wie ihr wollt. Aber ich tue nach jeder Lage mit dem Wimpernkamm durchkämme. Macht auch nichts, diese Wimperntusche hat ja Fasern. Ihr kämmt die Fasern damit nicht raus. So. Jetzt mal die nämlich hier. Geht mal einmal durch. Also ich mache immer wirklich dreimal. Die Fasern verbinden sich ja mit den Wimpern, also keine Angst. So. Langsam aufmache. Hängt nicht so viel dran. Und ihr kriegt keine schädliche Keime und keine Luft in die Mascara-Hülse oder in dieses. Da wird ja dann die Mascara schneller kaputt. So, wir setzen an. Das ist ja eine Bürste, die ist auf beide Seiten unterschiedlich. So, wir machen zickzack. Rollen, rollen, rollen. So. Sehen. Ah, wir müssen noch Highlighter, fällt mir gerade ein. So. So lang kann das trocknen. Also es ist wirklich, die 4D ist wirklich ein Geschenk für mich gewesen. Ich finde auch die falsche Wimpern, die Magnetwimpern gut, aber irgendwie jeden Tag. Ja, mir das zu viel eckt. Außerdem will ich ja nicht jeden Tag einen Magnetlidstrich. So, das lassen wir jetzt trocknen und nehmen so lange der Highlighter. Nehmen heute Iridescent. Das hell. Na, denn jetzt mit einem sauberen Puderpinsel wird es jetzt verblendet. Könnt ihr natürlich auch mit den Finger hier so. Jetzt machen wir hier oben Highlighter. Zwischen Lidschatten und Augenbraue. Mal mit so einem Pinsel. Augenbraue machen wir auch noch. So. Gut definierte Augenbraue helfen auch, das Auge größer erscheinen zu lassen. So. Augenbrauen habe ich jetzt der letzte Pinsel. Besser. Augenbrauen gehen ruckzuck, ratzfatz mit dieser kleinen Palette. Nachfüllbar, finde ich auch total super, nachhaltig. So. Kleine Striche. Schweißfest natürlich. So. So, mehr verblendet.
Sieht man auch, wo noch was fehlt. Das muss ich doch. Ging nicht so gut mit dem Pinsel, so. So. Schön mit kleine Striche einfach auffülle. Also ich finde Puder besser wie Stifte. Ich meine auch natürlich so Stifte, die gehen schneller, aber Puder finde ich besser, finde ich, sieht natürlicher aus. So, jetzt gehen wir hier nochmal mit dem Wimpernkamm durch. Ja, jetzt ist das nämlich auch getrocknet. Richtig. So, dritte Schicht langsam öffnen. Zickzack rollen. So. Einfach die Bürste hochziehen und rollen. So. Die Lippen machen wir heute mit lilanem Lipgloss. Ihr dürft euch ja bei dem Oktober Spezial zwei Lippeprodukte und eine Augenbrauen, eine Lidschattenpalette aussuchen. Das ist jetzt ein Kajalstift. Aber eignet sich auch. So. Ich sag nochmal heute nur den Lipgloss, der heißt Lighthearted. Genau meine Farbe. Hat ziemlich großer Applikator. So, meine Lieben, jetzt gucke ich mal hier noch irgendwas. So, wir nehmen Setting Spray. Ja, die Augen zu. So, jetzt hält euch das Make-up. Total lang. Meine Haare sind jetzt. So, meine Lieben, das war wieder die Iris Riegel von Unique by Iris. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Montag und wir sehen uns am Mittwoch am gleichen Ort, die gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.